Meine werten Damen und Herren, es ist an der Zeit. Meat und John werden gemeinsam Black Ops 4 spielen. Wir werden heute gemeinsam snipen. Wir haben uns das schon seit Wochen, seit Monaten vorgenommen. Und jetzt ist es endlich an der Zeit. Das sind aber wahrscheinlich die schlechtesten Bedingungen, die wir gerade haben. Es sind über 30 Grad in Berlin. Ich bin absolut müde. Ich bin komplett im Arsch. Doch jetzt muss ich mich halbwegs vernünftig schlagen. Ich habe bestimmt schon seit einem Monat nicht mehr gesniped in Black Ops 4. Und ich hoffe mal, dass ich mich jetzt nicht wie der letzte Idiot anschließe. Ich werde gleich Meat einen Call zufügen. Vorher muss ich aber noch so ein kleines Getränk hier testen. Ich bin nämlich gerade neue Partner am Testen. Habe ich ja schon im letzten Video mal so ein Getränk getrunken. Habe ich noch zensiert gehabt, werde ich auch jetzt noch zensieren, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich die als Partner nehmen möchte. Und das soll mir den Kick geben. Die Konzentration. Boah, Digga, soll mir die, den Fokus geben, die Konzentration geben, die ich jetzt auf jeden Fall brauche, um nicht komplett reinzuscheißen. Digga, das ist so. Ah, was ist das? Also schmecken tut's ja wirklich nicht. Aber jetzt die Wirkung nicht noch. Geil ist. Digga, das schmeckt wie so 500 Center Shocks geschmolzen in einer Dose. Das ist wirklich nicht schön. Da soll auf jeden Fall richtig viel Koffein. Richtig eklig. Ja, Code John. Wir schauen mal, ob wir die als Partner nehmen. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Action, Action. Ich werde mich eine Runde einzocken. Dann werde ich Meat in den Call einladen. Und dann werde ich mal gucken, wie ich mich hier anstelle. Wir starten an der Stelle in-game rein. Ich habe original nur eine Runde Zeit, mich einzuspielen. Bin seit bestimmt einem Monat komplett uneingespielt. Oh Gott. Oh Gott, nice. Nice. Übrigens mal einen fetten Daumen nach oben hier, dass wir hier uns an einem absolut sonnigen Tag bei über 30 Grad hier hinsetzen und ein geiles Video aufnehmen. Würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, er auch. Link zu ihm ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Bei ihm haben wir auch ein Video aufgenommen. Könnt ihr gerne nach dem hier auschecken. Oh mein Gott. Nein. Nein, ich bin wirklich noch ganz schlecht. Oh Gott, wie lange bleibe ich denn im Scope? Ich bin völlig schlecht. Hinter mir. Oh Gott. Oh nein! Oh nein, ich schwöre, ich bin überrascht. Es läuft gar nicht mal so schlecht. Boah. Falls natürlich auch auf meinem Kanal neu sein sollte, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Wir sind kurz vor den 97.000. Und dann ist es wirklich nur noch sehr, sehr wenig bis zu den 100.000 Abonnenten. Also, falls ihr mich da unterstützen wollt, würde ich mich selber ein kostenfreies Abo auf diesem Kanal freuen. Moin, John. Moin, es geht ab, Bro. Oh mein Gott. Moin Meister. Boah, da hat das halt auch einfach sexy. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Meine Snipeshots sitzen ohne Scheiß. Meine Snipeshots sind echt nicht verkehrt dafür, dass ich wieder so lange nicht gesniped habe. Jo, bitte box mich nicht. Nein, du kleiner Hund! Karma würde ich holen. Karma würde ich eines Tages holen. Boah, so sexy. Gut, die Runde ist zu Ende. Und ich würde sagen, ich lade jetzt mal Meat ein. Meat, was geht? Alles gut, Digga? Hörst du mich? Ja, ich höre dich, Digga. Deine Stimme ist so tief hier auf dem Teamspeak, unglaublich. Ja, ist dir gut, Digga, ist dir gut. Du hast eh immer so eine sanfte, ruhige, tiefe Stimme, Alter. Hier kommt's richtig zur Geltung. Nice, Mann, so muss das. Was ist denn Mia im Clan-Tech, Digga? Wer ist Mia, John? Ich schwör, bitte, bitte. Hast du dich schon wieder verliebt, Digga? Oder wie bitte, bitte, aus? Nein, es kann nicht sein. Boah, er wird wieder ganz schwer geschossen, ey. Fernlenkladung. Ich schwör, ich check das nicht. Ja, ich habe auch eine Fernlenkladung dabei, Digga. Das war aber eigentlich keine Absicht, das war irgendwie so eine Aufgabe da, damit ich so ein paar Koffer bekomme. Achso, ja. Ich glaube, du bist der Erste, der gesagt hat, Koffer, ne? Ist das nicht ein Koffer gewesen? Ja, es ist ein Reservekoffer, aber eigentlich sagt jeder so Packs oder Supply Drops. Du sagst Koffer so. So voll süß. Oh. Das ist wohl eindeutig ein Koffer, du. Gib ihm, komm, weiter geht's. Weiter geht's, Johnny Boy. Nachladen. Boah, die sind alle. Fit ist noch am Leben, Digga. Oh. Gone, gone. Oh nein, Hitmarker. Och, fick mein Leben. Nein, mega Abschluss aber. Uff. Ja, ich schmier jetzt erstmal ein bisschen Gamer Grip auf meine Hände, Digga. So hart am Sweat. Kennst du die echt Gamer Grip jetzt? Digga, ich gönn mir das so hart jetzt erstmal. Ich bin echt so mies am Sweaten, das ist echt nicht mehr normal. Ja, ich bin heute durch die Stadt gelaufen. Es war unmenschlich, ne? Es ist so heiß. Ganz schlimm. Wie lange bist du eigentlich noch in Berlin? Noch so einen Monat ungefähr. Ja, er kommt da mit seiner Fernbedienung raus, Digga. Rest in peace. Uff.
Uff. Nein. Oh nein, da sind so viele oben. Sind die Paladin aber auch echt nice als die Locust, ohne Scheiß, Mann. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die Locust ist auch ganz nice, so, aber sie ist schon schwierig zu spielen. Also du musst schon richtig reinhackern und die ganze Zeit irgendwie komisch spielen, keine Ahnung. Schwierig. Oh, schwierig. Ich glaub das gerade nicht. Oh, der Sound. Oh! Nein, dann springt er, schießt in die Scheißfüße. Oh, ja, komm. Ach nee, wieder, war wieder nix. Mach ich so einfach meine Quadfeeds, Digga, scheiß drauf. Okay, Digga, jetzt lass du mal raten, komm, John. Ja, auf jeden Fall, let's go. Wow! Oh nein! Ich treff ihn nicht. Hitmarker, hasse mein Leben. Macht schon Bock, Digga. Macht schon. Solange du was hättest. Spaß. Ey, die sind so zum Triple Colette und ich choke so abgrundstiefst. Oh mein Gott! Nein! Ey, Bruder. Ich liebe diese Reactions, Alter. Sie machen alle O rein. Omid, ich raste so aus, ne? Wieso, Digga? Ehrenhaft. Ehrenhaft, Digga. Ich dreh durch. Ehrenhaft, Digga. Hast du nicht das RQ benutzen? ich bin richtig sauer gerade. Oh nein! Digga, die sind halt überall. Wir spielen halt mit richtig beschissenen Teammates auch zusammen, Digga. Nee, du bist der beschissene Teammate, sorry. Ja, was soll ich tun, Alter? Was soll ich tun? Spaß. Du hast es so gesagt, ich habe in derselben Sekunde so 6 Schüsse daneben gesetzt. Unglaublich, ne? Und mein Kopf war so die ganze Zeit so angespannt. Jetzt treff doch einen. Treff doch einfach nur einen Schuss. Ich weiß nicht, Digga, ich bin auch ein scheiß Logospieler, muss man einfach so sagen. Die ist ja auch echt nicht leicht, die Waffe oder so. Ding ist, die spielen halt echt alle Paladin und sind halt auch echt gut positioniert. Die sind halt alle nicht scheiße. Ich spiel jetzt so. Paladin ohne Scheiß, ich hab keinen Bock mehr. Guck dir das an, Digga. Paladin werden sie direkt auseinandergenommen. Unglaublich. Digga, er tanzt aber auf der Flagge und ich bin zu blöd. Er trifft mich nicht. Er hat mir am Platz. Er hat mich so ausgelacht. Er hat mich so ausgelacht, dass ich nicht getroffen habe. Also, er trifft mich nicht. Er trifft mich nicht. Ich schäme mich gerade einen Grund und Bohne. Ich habe Schweißausbruch. Aber endlich Leute mit meinem Klartek. Ohne Scheiß, Mann. Das pusht jetzt mein Ego gerade ein bisschen. Da wartest du im Sniper-Modus, Digga. So, das ist schon. Da bist du einfach auf dem falschen Spielplatz, Johnny. Digga, sie tanzen vor mir, ich dreh mich weg. Nee, ich dreh mich weg. Sie tanzen vor mir, ich treffe nicht. Ich schwöre, nee. Ist zu viel für mich. Uff, come on. Kommen jetzt alle hier oben. 3, 2, 1. Meins. Noch einer. Nein. Ich schwör, wenn die vor mir tanzen oder so auf mich rennen, das macht mich ganz kirre, ne? Nein. Komm. Nein! Es ist auf jeden Fall ganz krass, wie lange wir uns schon kennen, so, ne? Wir kennen es halt wirklich schon seit den BO2-Zeiten, wo du noch Shenzhen liest. Ja, okay, so lange ist auch wieder nicht, Digga. Na klar, also nicht direkt, dass wir uns kennen, aber so Videos mal so kommentiert ab und zu, das haben wir schon zu BO2-Zeiten. Ich habe letztens sogar noch einen Kommentar, ich hätte gerade sogar echt Shots. Du hast damals mal ein Visca Barca gibt euch die Chance-Video kommentiert, habe ich letztens erst gesehen wieder. Ach so. Du hast so geschrieben, okay. Bro, nice Video hier und da. Und seitdem kennen wir uns halt so, dass so wir wissen, indirekt, wer. Ja, so indirekt. Wir wissen so, dass es den gibt, aber wir haben nie so gechillt. Und dann ist da der Quadfeed, scheiße. Dann haben wir uns das erste Mal in Köln, ja genau, zu diesem CBL-Event gesehen. Ende 2015 war das. 2015, Digga, das ist einfach schon 4 Jahre her, ne? Ja, und das zweite Mal haben wir uns auch auf dem CBL-Event gesehen in Köln. Dann das dritte Mal war, glaube ich, hier in Berlin bei der TwitchCon. Bei der TwitchCon war noch später, es war beim Event, wo wir Wanderer getroffen haben. Ja, genau, bei dieser Games-Messe, die jetzt auch so in Berlin halt auch so jedes Jahr stattfindet. Ich glaube immer so 2, 3 Monate nach der Gamescom. Und das war ja kurz vor dem Release von BO4 und da haben wir noch
mit Wonderhaar geredet, so wie das Game halt so wird. Da haben wir noch richtig geträumt davon, wie krass es sein wird und so. Es war schon geil, Digga. Wir haben anderthalb Stunden, zwei Stunden oder sowas mit Wondi gechillt, privat in so einem kleinen Kreis und haben ihm so alle Fragen gestellt. Da habe ich auch mal die Story erzählt in einem Video mit der Goldtarnung, wo du ihm so gesagt hast, dass du die BO1 Goldtarnung am heftigsten fandest und er dann direkt den Design-Head-Chef aus Amerika direkt geschrieben hat. Und mit Memo gepackt hat, damit ich dann so ein Video hat er sogar konnte, von dir gemacht, ja. Ne? Das war schon echt cool so. Und dann haben wir uns das vierte Mal auf der TwitchCon gesehen. Genau, das war jetzt erst vor kurzem. Und wann sehen wir uns das nächste Mal, Digga? Dieses Jahr auf der Gamescom oder wie? Bist du auf der Gamescom? Ich weiß es noch nicht ganz. Oh. Er boxt mich zweimal, du bist so ein Sohn, Alter. Gott, Alter. Musst du unbedingt rauscutten, Digga. Du erzählst so von deiner neuen Wohnung, also sagst du so die Adresse, ich lass es so einfach drin. Ja, Digga, voll lustig, Alter. Ich krieg mich gar nicht mehr. Du bist so ein Otto, ne? Ich schwöre auf alles. Ich werde so rauscutten, wie du mich genannt hast, ohne Scheiß. Warst du Otto oder was? Ja, ja. Wieso? weil die Leute dann so denken, keine Ahnung, so du stellst dich so über mich und keine Ahnung, was ich meine. Das denkst du, Davi? Ja, ich werde es richtig elendig rauscutten. Solange du dich nicht über mich stellst in deinem Video, ist alles gut. Na, keine Sorge, ich werde es so, genau nur so cutten, dass du wieder letzte Vollhaus rüberkommst. Nach der Runde, die Haare liegt dann schon mit zu Ende, Digga. Digga, ich. So denn, schlimm. Digga? So schlimm, wie auch für Digga sagen, ne? Ich habe das schon mit Raptor und so gemerkt in Videos, dass ich das wirklich. Dadurch, dass man halt dann auch so Highlights aus einer Stunde nimmt und man fängt immer mit Digga an. Digga, ja, hast du den Shot gesehen? Auch super schlimm. Digga, hast du das gesehen? Und wenn man dann halt die Highlights nimmt, wo man immer mit Digga anfängt, dann ist es ein reines Digga-Massaker. Ja. Gut, Freunde, das soll es dann auch schon mit dem Video mit Umid gewesen sein. Ich hoffe, ich hatte ganz Spaß gefallen. Sein Link zu seinem Kanal, zu seinem Video ist oben in der Videobeschreibung. Checkt es aus, lasst ein Abo da. Ich bin jetzt raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.